Hallo Leute und willkommen zurück zu Interstellar Space Genesis. So, wir haben jetzt in der letzten Folge unsere ersten strategischen Ressourcen erhalten und sind hier auf dem Weg, um uns noch bei Antimaterie zu sichern. Die Derex fliegen nach Vora und da warten wir mal ab, ob sie dort einen Außenposten gründen, den wir dann übernehmen können. So, nächste Runde. So, ja, noch wurde da nichts gegründet. Und das ist spannend. Fliegen mit ihrer Hauptarmee, mit ihrer Hauptflotte zurück zu ihrem Heimatplaneten. Vorher hatten wir halt das strategische oder taktische Problem gehabt. Die hätten da einfliegen können, wenn wir uns weiter mit unserer Flotte nach vorne wagen. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Ja, fliegen wir direkt nach Vora. Frage ist auch, sind wir überhaupt stark genug, weil das sind Zerstörer. Und wir haben hauptsächlich Fregatten und einen Kreuzer. Ah, deswegen bauen wir auch in unserem Heimatsystem dann Zerstörer nach. Zwei Runden sind es unterwegs. Moment, brauchen sie noch zwei Runden nach Vora. Das heißt, da könnte es dann zum großen Kampf kommen. Und ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ob wir das... Vor allem würden wir sehr viel verlieren. Wir möchten ja durch den Krieg nichts verlieren. Wir möchten ja so geschickt sein, dass wir durch den Krieg nur gewinnen. Ja. Das dauert zu lange. Wir fliegen mal nach Sliux. Oder... Ja, hier hat man die Kampfschätze noch nicht. Sonst könnten wir hier auch unsere Schiffe vor Ort aufrüsten. Okay, einmal dahin. Dann Kolonieanführer. Okay, spioniert. Aber er bekommt trotzdem mal den Corporate Skill auf 5. So. Ja, wir können hier einfach 10 Kultur dazu bekommen. Das wären immerhin fast 10% von dem, was wir jetzt kriegen. Okay, dann machen wir das. Und mit dem Teleskop wird weitergearbeitet. So. Ja, Asteroiden werden für die Produktion verwendet. Und... Ja, in Trioba, falls ihr die letzte Folge nicht komplett gesehen habt, da hatten wir ja die Spezialfähigkeit eingesetzt und die Infrastrukturlevel neu vergeben. Und damit uns nicht zufällig drei Strukturen zerstört worden sind, haben wir halt keine Strukturen selber zerstört und die bauen wir jetzt gerade nach. Danach werden dann Zerstörer gebaut. Okay. Ah, hier geht es rasant weiter mit dem Infrastrukturlevel. 93 durch unsere
unsere Forschung, durch unsere Technologie. Okay. Dann machen wir hier ruhig weiter, dass dann Schiffe, die hier gebaut werden, direkt ein höheres Erfahrungslevel haben. Und nächste Struktur. Der Weltraumaufzug. Okay, da war noch ein bisschen Produktion. Sind noch übernommen aus der letzten. Aus dem letzten Auftrag. Eine Runde schon fertig. Moment, was mache ich hier gerade? Okay, also egal was wir... Der Weltraumaufzug wird auf jeden Fall in einer Runde fertig. Weil... Ja, das Supportschiff schon mitarbeitet. Die Roboterfabrik, Kommandozentrum und unser Abkommen mit den Menschen. Ja, mit den Menschen haben wir ein Minenabkommen. Und das gibt uns dann halt diese Produktion. Ja. Also wenn das lange anhält, dann nehmen wir irgendwann 200 Produktion, das wird dann auf alle Kolonien aufgeteilt. Aha. So, ja, und hier wurde auch schon einiges übernommen an Produktion aus den vorherigen Aufträgen. Also, das können wir übernehmen. Wir müssen aufpassen. Nächste Runde. Wobei, Fortschiff, jawohl. Außenpostenschiff ist unterwegs. Ja, die Menschen könnten ja gegebenenfalls dann auch was sich schnappen. Aufgrund unseres Abkommens. Aber es ist dann so. So, jetzt wird's spannend. Wir haben da noch einen Zerstörer. Okay, unsere Sensorreichweite reicht nicht hundertprozentig aus. Da ist noch ein Kolonieschiff unterwegs, okay. Ein Zerstörer fliegt dahin. Wir fliegen einfach nur mit einer Fregatte nach Vora. Und der Rest fliegt zurück. So. Machen wir weiter. So.
So, unsere Schiffsantriebe wurden jetzt upgegradet. Generell haben wir jetzt hier A6, die wir pro Runde zurücklegen können. Und dann kommt es noch auf das Sternsystem an, mit dem man startet. Also eventuell haben wir da nur eine Geschwindigkeit von 3. Ja, okay, aber das. Jetzt hier zum Beispiel eine Runde nur. Da haben wir eine Entfernung von 4 und das reicht dann halt genau, mit einer Runde dorthin zu fliegen. So. Direkt nächstes Infrastrukturlevel. Und wir können die Kampfschatzen bauen. Oder wir bauen. Für die kleineren Schiffe brauchen wir keine Kampfstation. Hätten wir jetzt in 10 Runden einen Zerstörer. Und der wäre direkt Veteran. Oder halt die Kampfstation. Dauert 7 Runden. Ja, wir bauen die Kampfstation. Jetzt nicht die Geduld verlieren. Also. Und hier ist ein Zerstörer fertig und der ist halt. Ja. Der grün hinter den Ohren. Steht da oben auch. Grünschnabel. Oben rechts in der Ecke. Schnabel habe ich ergänzt. So. Zwei Runden. Drei Runden, ja, wegen dem Nebel. Ja, 5 Zerstörer, jetzt sehen wir sie. Ein bisschen weiter geflogen sind. So, ja, wir sind jetzt hier einfach nur mit unserer Fregatte hingeflogen. Die Gegner verteidigen das System nicht und wir übernehmen diese Dis. Gibt uns dann von Forschung einmal dunkle Materie und Tourismus. 22 Credits pro Runde. So. Oh je, die Menschen, Außenpostenschiffe. Na gut. Okay. Wir haben Rivalen getrackt und dadurch erkannt, dass es hier einen Neutronenstern gibt. So, der nächste Zerstörer ist fertig. Und wir bauen jetzt das Wunder. Ja, dauert ja auch nur 2 Runden. Und weiter geht's. Oh, hier muss noch was gebaut werden.
Raumstation fertig, jawohl. So. Dann können wir hier jetzt Schiffe upgraden. Schau mal, wie teuer wäre es, das Raketenschiff aufzuwerten. 590, dauert 2 Runden. Aber wir steigern unsere... Ja... Den Angriff um 50%. Also wir haben 3 Raketen eingebaut statt 2. So. Prozent in die Produktion. Dann geht's da voran. Dass die Kampfstation war dafür eine Voraussetzung. Ohne Kampfstation kann man nicht upgraden. So, ja, hier greifen wir auf jeden Fall an. Vermutlich werden die schnell fliehen. Aber wir bemühen uns. So. Aber wir überladen die Antriebe, um dann noch zusätzlich schnell zum Gegner zu kommen. Aber wie gesagt, ich vermute, dass er jetzt sofort sich zurückziehen wird. Und... Ah, wunderbar. Das lag, denke ich, dass wir das geschafft haben. Lag daran. Ich glaube, ohne dieses Upgrade hätte er fliehen können. Und natürlich das Überladen der Antriebe, um schon näher dran zu sein. Aber die Kombination, die hat es ausgemacht. Wunderbar. So, erster Anführer kommandiert einen Kreuzer und bei Kommando 5 bekommt er, wenn er einen Kreuzer kommandiert, dann 25% schnelle Erfahrungspunkte. Das machen wir. So, und jetzt passiert was. Nein, noch nicht. Aber wenn er auf Schiffe 3 ist, können wir Ruinen zweimal durchsuchen. So. Die möchten uns dunkle Materie abkaufen. Für 39 pro Runde, 30 Runden lang. Also das sind praktisch 1200 Credits. Und wir können aktuell mit der dunklen Materie noch nichts anfangen. Okay, kommt ja. Also, ja, da haben die Xerix dann einen Zerstörer weniger. Ja, wir warten hier ab. Und, okay.
zwei Runden. Fürchten wir, dann brauchen die bestimmt auch zwei Runden. Könnten wir uns da halt noch zurückziehen. Okay, das Schiff bleibt erstmal da. So. Da ist einiges passiert. Ein Level-Up. Von unserem Trailblazer. Forschung 5. Ja, wir haben ja schon einen, der noch besser ist bei der Forschung. Okay, ein bisschen mehr Produktion. Und dann ein neuer Skill, den er bisher noch nicht hat. Das Infrastrukturlevel schneller steigern. Und nochmal zusätzliche Forschung im Konstruktionsbereich. Ja, nehmen wir das ruhig. Und ja, The Kid muss glücklich gehalten werden. Er kriegt seine Gehaltserhöhung. Ansonsten würde er 25 Zustimmung verlieren und das möchten wir auf keinen Fall. Und dann ja, er kann Angriff nochmal steigern. Oder sein Kommando-Level direkt auf 4. Ja, wenn er den Wunsch bekommt, einen Kreuzer zu kommandieren, dann werden wir ihm einen Kreuzer spendieren. Kein Problem. Okay, Navigator-Skill. Da können wir auf der Main-Map schneller unterwegs sein, allerdings ist dort nur der beste Navigator, den wir haben. Schauen wir jetzt nochmal. Bisher haben wir noch keinen Navigator. Okay. Dann kriegt er den Skill. Dann sind wir auf der Sternkarte 0,5 Parsecs schneller. Da können ja auch mal in das Serix-Gebiet reinforschen. Obwohl, ich möchte den Sektor, den möchte ich noch erkunden, auf jeden Fall. Und erst ein paar Informationen darüber bekommen, was da eigentlich Sache ist. So. Ja, auf Triobar. Weiter geht's im Bereich Forschung. 4,5 pro Bewohner. Und 5% davon unsere Handelseinnahmen. Also wenn wir jetzt 6,5, glaube ich, kriegen. Jede Runde. Und das kann ja dann noch weiter abgegradet werden. Oder halt nochmal zusätzlich in unsere Forschung investieren. In den Konstruktionsbereich. Ja, machen wir das. Ja, und unser Wunder wurde fertig. Global plus 10% auf unsere Zustimmung.
Das heißt, global 10% auf Produktion, Forschung, Einnahmen und Weltraumkultur. So, und hier nochmal zusätzliche Credits. Ah, da die plus 3. So, Kolonieschiff wird gebaut. Ah, das ist auch wichtig mit dem Kolonieschiff. Ah, da oben könnten wir eine Kolonie gründen. Ansonsten halt. Ja, sowas hier. Ein System mit zwei Planeten, die wir kolonisieren können. Auch wenn die jetzt nicht so perfekt für uns geeignet sind. Wir können ja immer noch terraformen. Okay, und hier ist jetzt was Spannendes passiert. Und zwar haben sich die Terraner den Asteroidengürtel geschnappt. Und das konnten sie, weil wir das Minenabkommen mit ihnen haben. Deswegen können die auch in unserem Gebiet solche Außenposten gründen. Aber mit denen möchten wir uns auch gut stellen. Das ist ja auch nicht das große Problem jetzt. Wir haben ja eh nicht genug Außenpostenschiffe, um alles hier zu beanspruchen. So, Upgrade abgeschlossen von unserem Raketenschiff. Und dann machen wir weiter. Ich denke, wir müssen auf den Planeten gehen. So. Das dauert am längsten, aber davon hätten wir auch am meisten. Sieben Runden. Ah, sieben Runden ist zu lang. Da verlieren wir zu viel Flexibilität, das machen wir dann am Ende des Krieges. Aber... ja. Da können wir auf jeden Fall ein Upgrade durchführen. Ja, die Raketen haben hier keine speziellen Upgrades. Einfach nur eine Rakete. Und hier sehen wir, die Raketen werden schnell und machen viermal so viel Schaden. So. So, hier schnappen wir uns die Disc. Dann bekommen wir Antimaterie. Zack. Ja, hier bauen wir jetzt das Kolonieschiff. Und... ja, hier bauen wir ja praktisch auch Militärschiffe. Dadurch, dass wir upgraden, werden wir auch militärisch stärker. Das ist schon okay. Ja, was haben wir den Serix bisher weggenommen? 1, 2, 3, 4 Außenposten. Das ist schon mal ganz okay. Ja, sonst ohne den Krieg werden die Serix überall. Gut. Ja, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.